Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Tutorial bzw. einem Tippvideo. Und zwar hier geht es um Schatten. Genauer um den Schatten eines Bildes mit einer Alpha-Maske, was auf einer Plane gemappt ist. Der Normalzustand ist ja, wenn man es also ändert und keine Einstellungen verstellt hat, wird der Schatten von der Plane, wo das Bild drauf ist, auf den Boden geworfen. Wie jetzt in diesem Beispiel hier, dieses Palmblatt und die Plane, wo das drauf gemappt ist. Hier sieht man das gut. Ich mach das kurz schwarz. So, diese Plane hier wirft den Schatten auf den Boden. Sieht man hier. Aber das Ganze wollen wir nicht. Oder ja, das will man ja eigentlich. Man will eigentlich nur, dass der Schatten von dem Bild, was auf der Plane ist, auf den Boden geworfen wird. Und ja, ein typischer Anfängerfehler ist, dass der Fehler sozusagen bei der Material-Einstellung des Blattes oder des Bildes selbst gesucht wird. Dabei liegt es am Boden. Und zwar unter dem Menüpunkt Shadow bei Materials gibt es einen Punkt namens Resave Transparent. Diesen klicken wir an und rendern das Ganze erneut und sehen hier, dass der Schatten nicht von der Plane, sondern von dem Bild, was auf der Plane gemappt ist, geworfen wird. Ja, das war eigentlich das ganze Tutorial. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ja, bis zum nächsten Mal.